skill book in your item hanger. The Neocom allows you to access the station's access your skill queue to begin training. This is where you manage skill training. No, okay, wir drücken drauf. Wir ziehen das Fensterchen hierher. Mach es ein bisschen größer. So. One charging skills. Wir sind gerade im Skills Tab. So. Add the skill to the queue now. You can schedule 24 hours worth of training. Remember, skills train in real time, so you should always have skill in training. Erlernen. Ich weiß gerade nicht wirklich. Stellt es einfach auf Englisch und dann seid ihr besser dran. Also wirklich, die Übersetzungen sind später grausig. Und mir werden sicher noch Fehler unterlaufen, auch wenn ich länger spiele als einige. Die Fehler unterlaufen eigentlich jedem hier. Auch so wirklich Anfängern und den Leuten, die lange spielen. Man kann es nicht vermeiden, leider. Okay, wir erlernen diesen Skill. Dann zeige ich dazu was. Also wir haben jetzt erlernt, der wurde quasi in unseren Neokortex reingeschoben. In den Kopf. er müsste auch hier auftauchen. Und zwar gehen wir auf Open Training Queue. Schilde gehören zu Engineering. Also gehen wir zu Engineering. Und wir sehen unsere Schilde. Jetzt können wir diesen Skill hier reinziehen. Und sehen, dass er in 8 Minuten und 20 Sekunden erlernt sein wird. Das ist aber nur der Planer. Das heißt, was man hier verändert und sobald man nichts drückt, wird auch nichts passieren. Man müsste halt erstmal Apply drücken. Jetzt wird er erst erlernt. Die Skills, im Unterschied zu anderen Spielen, man lernt in diesem Spiel zu jeder Zeit, solange ein Skill aktiviert ist. Also nicht wie andere Spiele, man lockt sich aus und dann gibt es keinen Fortschritt. Hier haut man einen Skill rein und der wird vom Charakter eben vom System erlernt. Und man kann bis zu 24 Stunden im Voraus planen. Man sollte aufpassen oder dafür sorgen, dass der Charakter niemals im Leerlauf ist, das heißt, dass irgendwas geskillt wird gerade, dass irgendwas erlernt wird, weil die Skillzeit ist so gesehen das Geld. Also man zahlt so gesehen im Spiel für das Erlernen der Skills und die Skills ermächtigen dann einen zum Fitten von stärkeren Waffen, von stärkeren Schilden und anderen Sachen oder auch anderen Schiffen. Also auch Schiffe fliegen muss man dafür Skills erlernen. Und dieser Skill wird in 7 Minuten fertig sein. So, was will sie uns noch erzählen? Wir haben auf Apply geklickt. Genau, hier sagt sie jetzt nochmal, dass die Skills in Echtzeit trainiert werden. Das heißt, man sollte immer einen drin haben. Und wir klicken auf Weiter. You're ready to begin the Pilot Certification Course. This course covers Navigation Basics, In-Space Piloting, Combat, and interstellar travel. When you're ready to begin your certification, speak to me through the agent panel. Moment. Was gibt's noch zu erzählen? Und zwar, nein, ich erzähle euch gar nicht mehr. Keine Spaß. Also gut. Also die sagt jetzt quasi, dass man mit ihr reden muss und ja, das macht man auch. Die sagt, man muss mit Rechtsklick mit ihr reden. Also quasi Rechtsklick und beginne Unterhaltung. Wollen wir nicht, dass es zu lang... Hier kostet die Zeit, das Geld und auch das Leben teilweise. Man wird auch viele Hotkeys benutzen später im Verlauf. Und hier ist das Doppelklick. Doppelklick statt genauso die Unterhaltung. Und jetzt sagt sie mir, ich soll zu diesem Punkt hier fliegen, mein Schiff abholen und zurückfliegen. Das ist die einzige Aufgabe, die man jetzt wirklich für den Anfang erledigen soll. Was ich schon gleich am Anfang erwähnt habe, ist, lest euch die Questbeschreibungen, also das ist ein Quest, das ist schon eine Quest, das ist die Aufgabe.
lest euch die Questbeschreibungen wirklich gut durch, weil da sehr wichtige Infos drin stehen. Ein sehr gutes Beispiel ist, ich hatte mal eine Mission zu fliegen. Ich glaube, es war eine Level 4 Mission oder war schon Level 5, bin gerade nicht sicher. Man hätte eigentlich nur einen einzigen einen einzigen Container plündern sollen und wegfliegen sollen, mehr nicht. Und die Warnung war natürlich, dass da Schiffe sein könnten, die dich abschießen, sonst was. Es waren natürlich auch Schiffe da, es waren verdammt viele Schiffe da. Und ich habe zwei oder dreimal versucht, die Schiffe zu bekämpfen, um dann später zu diesem Container zu fliegen und ihn zu plündern. Hab dann wirklich am dritten Mal fast mein Schiff verloren. Hab dann im Teamspeak oder eher im Corporation Chat rumgenörgelt, dass ich da nicht weiterkomme und dass sie mir vielleicht helfen könnten, dass es nicht fair ist. Und dann hat unser Corporation Leader gesagt, ja, hast du die Beschreibung schon durchgelesen? Dann habe ich die Beschreibung nochmal gelesen und da stand wirklich nur, dass man nur diesen Container plündern soll und nichts anderes machen muss. Also das heißt, man muss nicht die Schiffe zerstören, sondern wirklich nur plündern und wegfliegen. Weil viele Missionen sind so, dass du einfach also wirklich jedes Schiff zerstören sollst oder ein bestimmtes Schiff oder so ein Key, also ein Schlüsselschiff. Erst dann bist du fertig mit der Mission. In dem Fall war es nicht so, man musste wirklich nur den Container plündern und zurückfliegen. Das war dann sehr einfach. Ich habe mich einfach in ein ganz kleines Schiff gesetzt. Klein, warum? Ich werde es später erzählen. Auf jeden Fall war es schnell und wendig. Bin reingeflogen, habe den Container geplündert. Das war ein einziges Item, minimal, also wirklich klein. Habe es geplündert und voilà, bin zurückgeflogen, Mission vorbei. Und weil ich nicht gelesen habe, was wirklich in der Beschreibung steht, habe ich mein Schiff fast verloren und das ist auf Dauer für die Nerven nicht ganz gut. So, und hier will sie eigentlich, also man sollte diesen Text hier durchlesen, weil er ab und zu Infos, Hintergrundinfos liefert, was man eigentlich, gegen was man kämpft oder vor allem gegen irgendeine Rasse kämpft, was sehr wichtig ist. Und hier stehen die Sachen im stichpunktartigen Style. Und hier steht ja wirklich nur, dass man in Space, also in den Weltraum reinfliegen soll, dass das Schiff, was sie mir bereitgestellt haben, abholen soll und wieder zurückfliegen soll. Das ist schon alles. Hier steht die Location, wo das ist. Man kann immer mit linker Maustaste draufklicken. Also solche Sachen, wo ein Dreieck auftaucht bei der Maustaste, beim Mauscursor. Man bekommt immer Infos im Sinne von solchen Fenstern. Hier kann man einiges durchlesen, was, wo, welche ja, eigentlich alles. Auch deren Sachen, wie sie darauf reagieren, wie man, wenn man Drogen transportiert, wie sie darauf reagieren, ist so eine wichtige Sache zu wissen. Und hier ist die Location, wo man wirklich hinfliegen muss, also die Koordinaten quasi. Das ist kein Linksklick, sondern okay, Linksklick geht natürlich auch, das ist nur die Information vom Solarsystem. Das wollen wir nicht haben, sondern wir machen einen Rechtsklick drauf und setzen einen Wegpunkt, also Waypoint. Der taucht auch hier auf. Natürlich taucht er hier nicht auf, weil wir schon in diesem System sind. Kann man nicht machen. Hier sehen wir die Übersicht, also hier haben wir die Übersicht, was wir bei der Erfüllung bekommen. Das sind 500 ISK. Das ist nichts. Das ist aber nur ein Anfang. Proceed down the hallway to the ship hangar balcony. There you can board your capsule and undock. Das ist da, wo ich gezeigt habe, wo man hinrennen muss. Wollen wir nicht. Wenn man dann dort ist. Oh. Nett. Ich muss wirklich tatsächlich
hinlaufen, nur für dieses Tutorial. You are ready to undock and get your first ship. This is not a simulation. The moment you undock, you will be entering a live environment. Get to your ship quickly. Hier dürfte sogar genau entweder da klicken, oder eben hier. Das ist euer wichtigster Button. So. Skill training completed. Und wir docken gleich ab. Ich habe hier gedrückt, nicht dahin, sondern hierher. Wir haben auch gerade die Meldung bekommen, dass unser Skill zu Ende ist. Whenever you are given a mission, you will be provided with a bookmark to that location, allowing you to walk there. Gibt. Und zwar alle Missionen. Oh, da ist eine andere Kapsel, wahrscheinlich auch ein Anfänger. Da müsste Anfänger sein, weil er in der gleichen Corporation ist. Wenn man Missionen fliegt und eine Mission gerade aktiv hat, hat man bei Places, also bei Orte und Kontakte, also Alt-E drücken. Bei Places sieht man, hat man eine Auswahl an Plätzen, die irgendwie relevant sind dazu. Entweder man bekommt dieses Menü übers Klicken, also man bekommt diese Plätze eben übers Klicken. Oder wie sie hier schreibt, einfach ein Rechtsklick in den Raum irgendwo. Und da hat man die Agentenmissionen. Und da hat man eben Dead Space. Also ich glaube auf Deutsch heißt es Raumfalte. Raumverwerfung, glaube ich. Raumverwerfung dürfte es sein. Das ist auch dorthin, also da müssen wir auch hin. Und das wäre auch, wenn wir da im gleichen System sind, können wir gleich zurück in die Station rein, wollen wir gerade nicht. Wir wollen dorthin fliegen, zum Schiff. Genau, diese Stimme, was gerade da war, das Englische, das ist in Englisch um einiges schöner als auf Deutsch. Man hört gerade irgendwie, das ist viel zu leise im Moment. Die World-Geräusche sind viel zu leise. Die sind recht schön, muss ich sagen. Moment. Take control of your camera drones now to change the view around your cabin. Ich mache jetzt Aura ein bisschen leiser, weil self-piloting camera drones. These drones function as your eyes in space and provide full tactical awareness. Also ich habe Aura ein bisschen leiser gemacht. Also, die sagt mir das. Also jetzt erklärt sie mir die Steuerung mit der Kamera. Also ich hab jetzt komplett reingezoomt. Mit linker Maus kann man sich umsehen. Zoomen kann man noch immer mit dem Mausrad wie vorhin. Mit rechter Maustaste kann man im Raum sich umsehen. Was ab und zu wichtig ist, wenn man es loslässt. Wenn man es loslässt, ist das dann wieder zurück. Also rückwärts. So, was ist noch? Achso. Ja gut, hier erklärt sie eben, wie man zoomen kann. Das kann man eben mit Mausrad oder wenn man beide Tasten drückt. Maustasten. You can control your drones manually und genau, and look freely about your environment. Die Bewegung habe ich gerade schon erklärt. Dann habe ich mich aufhören, ihr voraus zu erzählen. I've relayed so, instructions to your vehicle on how to perform sehr viele Let's Plays from your ship. Gesehen, bei denen auch die Anfänger und größerweise auch Leute, die lange spielen. Ich weiß nicht warum. Die Leute haben das Schiff einfach mal so rangezoomt, so gut wie es geht. Ich weiß nicht wofür. Wahrscheinlich, weil sie sehen wollen, wie das Schiff schießt. Es ist aber taktisch sehr unklug. Also man hat wirklich, man sieht sehr wenig. Wenn man ein bisschen rauszoomt, weiß man wenigstens, wo man sich befindet. Übrigens, die Kapsel ist wirklich so klein. Also, wie man sieht hier, das ist das Tor, also es ist ein Beschleunigungstor, Acceleration Gate. Das ist die Kapsel, die ist dermaßen klein, wenn ich jetzt da anfange rauszuzoomen, bewegt sich das Tor fast nicht. Erst jetzt fängt es an, sich rauszuzoomen quasi. Da merkt man das. So. Also, es ist wirklich klein. Obwohl ist es überhaupt? Oh mein Gott, ist wirklich klein. Gut, jetzt sagt sie, ich muss das Beschleunigungstor aktivieren oder anklicken.
Und dann muss ich entweder These next über instructions Rechtsklick cover the use of the context aktivieren, menu. Try using it also now. über Rechtsklick kann man Right-click the aktivieren, acceleration gate and select activate oder gate from the context menu. hier. When Und activated, the zwar gate will warp you to the next Taste area. D. If you're Taste ever D wäre unsure auch about das how to Gleiche. interact with something, open the context menu to see what Man hat options sonst are auch andere available. Optionen, die ich später erklären werde. So, ich drücke jetzt die Taste D. Also ja, genau, D und dann das Ziel. Okay, nochmal. Okay, gut, wir haben es aktiviert. Das haben sie geändert. Früher sind hier vom Tor die lauter Funken gegangen, die auf das Schiff zugingen, so dass man wirklich sah, Excellent wie das work. Schiff You have funktioniert. arrived at the Hier sieht location. man es nicht wirklich. Es ist Locate langweilig your geworden. ship and board Die haben es it. leider verändert. So, da ist schon unser neues Schiff. Schaut ein bisschen. Genau, sehen wir uns gleich das Schiff an. Wenn man ein fremdes Schiff hat oder eine fremde Station oder einen Container oder sonst was, kann man einfach rechtsklick drauf machen und anschauen. Und da sieht man das Objekt, was man eher ansehen möchte. Und da kann man wieder die Kamera zurücksetzen. So, ich zoome ein bisschen raus. Wähle unser Schiff aus. Hier gesagt, ich muss das Schiff nicht hier rechts klicken, sondern da, egal, das ist wirklich egal. Hier sagt Schiff betreten. Hier sagt, jetzt sind wir, doch, wir sind jetzt im Schiff, cool. Das ist schon so lange her, tut mir leid, Leute. Okay, wir sind jetzt im Schiff drin. Jetzt weiß ich, warum ich die Musik leise gemacht habe vorhin. Weil sie mir leider kann man die Musik komischerweise nicht wirklich ganz ausschalten. Bei der Musik kann man sich ausschalten, aber ich möchte sie nicht ganz ausschalten. Egal. So, wir sind jetzt im Schiff drin. Wir sind auch... Doch, das dürfte eigentlich alles schon da sein. Das ist ein Rookie-Schiff von unseren Minmatar-Freunden. Also das ist eben das Anfängerschiff, was man quasi hinterhergeworfen bekommt, in dem jeder Anfänger fliegt. So, wir drücken noch weiter. Jetzt bekommen wir eine Übersicht über unser HUD, also über unser GUI. Der äußere Halbkreis, das ist der Schild. Der mittlere Halbkreis, das ist die Panzerung. Und der innere, das ist die Struktur. Um ein Schiff zu zerstören, muss man erstmal durch den Schild durch, dann durch Panzerung und dann die Struktur. Wenn die Struktur auf Null ist, dann ist das Schiff zerstört und man landet im Weltraum wieder in der Kapsel drin, in dem wir gerade waren. Kämpft man gegen normale NPCs, also keine Menschen, macht das nichts aus, wenn man zerstört wird, also nicht wirklich was, weil die NPCs die Kapsel nicht angreifen. Sollte aber ein Spieler uns zerstören, werden die meisten Spieler werden versuchen, die Kapsel auch zu zerstören, um uns wirklich weh zu tun. Das wollen wir eigentlich nicht. Erkläre ich später warum. So, wir sind jetzt im Schiff drin. Hier sehen wir unseren Capacitor, also unseren Energiespeicher. Wenn er auf Null ist, können wir bestimmte Aktionen nicht mehr machen, können auch nicht mehr rumwarpen oder Module aktivieren, die hier später stehen werden. Übersicht, hier hat man Cargo, also das ist unser Frachtraum vom Schiff, also Schiffsfrachtraum, schließe ich gleich. Das ist die Tactical Overview, das ist eigentlich eine sehr wichtige Sache. Komischerweise haben es die wenigsten Let's Player an, ich weiß nicht warum, aber hier hat man wirklich die taktische Übersicht über diesen Kampf. Man sieht die Entfernung, also 40 Kilometer, 50 Kilometer, 75, 150, ja, bis zu 100 geht das, ich sehe es schlecht, bis zu 100 sein, oder? Wir sind zu 100, ja. Schön, warum die Bubble jetzt auf 15 Meter ist, weiß ich nicht, weil wir haben eigentlich keine Waffen aktiviert, egal. Mache ich jetzt kurz mal aus. Scanner erzähle ich nicht. Reset-Kamera, das haben wir schon vorhin benutzt. Damit setzen wir eigentlich die ganze Kamera zurück.
ist ab und zu nützlich, ab und zu. Hier ist der Autopilot-Button. Man kann damit, solange man im Highsec, also im sicheren Weltraum fliegt, kann man es machen. Man verliert aber Zeit, weil der Autopilot einen nicht wirklich punktgenau vor die Tür quasi bringt, sondern irgendwie 15 oder 20 Kilometer davor aus dem Warp rausfliegt und dann natürlich automatisch, aber trotzdem muss er erstmal diese 15 Kilometer zurücklegen, die er nicht zu einem gesprungen ist. Gut, sie hat es erklärt, ich habe es auch erklärt. Genau, ja, genau, und die Geschwindigkeit sieht man hier. Das ist die Geschwindigkeit, ich zeige es kurz. Man kann mit einem Doppelklick in jede beliebige Richtung, zum Beispiel jetzt nach oben, kann man die Richtung des Schiffes steuern, in die man fliegt. Es gibt keine WASD-Steuerung oder halt direkte Steuerung, die man vielleicht aus irgendwelchen billigen Spielen kennt, wie Black Prophecy oder Descent oder sonst was. Es ist, das Spiel ist ein bisschen strategisch aufgebaut und nicht für Einzelkampf ausgelegt, indem man wild durch die Gegend fliegt. So, hier sieht man die Geschwindigkeit. Man kann hier das Schiff stoppen, wenn man draufklickt. Oder auch Maximum setzen, maximale Geschwindigkeit einschalten. Wenn man mit der Maus drüber fährt, sieht man auch die maximale Geschwindigkeit. Das ist 392 Meter pro Sekunde kann das Schiff fliegen. Jede Schiffsklasse und jedes Schiff und abhängig von Modulen hat andere Geschwindigkeiten. Und ja, jetzt will sie uns noch was sagen. Schauen wir mal. Common interactions are available in Okay, the selected sie items sagt panel. uns, dass Select wir the acceleration das gate now and Gate aktivieren activate it from the sollen. panel. Klickt mal hier drauf. Und fliegen durch. Was wichtig wäre ist, man sollte sich ausrichten bei diesen Beschleunigungstoren. Jetzt spielt es noch keine Rolle, später macht es einen großen Unterschied, wenn man in größeren Verbänden fliegt, weil man dann gleichzeitig in diesem Raum zum Beispiel hier landet und nicht auf andere warten muss. Die irgendwie erstmal eine halbe Stunde sich ausrichten müssen, weil sie ein Riesenschiff haben und sich ganz langsam drehen. Okay, wir müssen scheinbar zu diesem Container, um was abzuholen. Ja, genau, You hier are steht's. making great Wir müssen progress. jetzt zu diesem Container Now, fliegen, travel entweder to mit the final Rechtsklick area of this und training annähern site klicken and locate the oder item auch you were hier asked to annähern klicken, retrieve. also Approach. Den Inhalt muss man jetzt You abholen. must now Das retrieve ist the jetzt item from damit, the structure man in muss front halt of you. You anklicken have new instructions in your Neocom on und how to also markieren transfer eben. items to your ship's Das ist cargo. ein schöner Vergleich, ein größter Vergleich. Das Schiff und die Plattform hier. was man plündern möchten, also was man plündern möchte, das sollte man auch aktivieren. Zum Beispiel das Cargo eben. Dann entweder mit Rechtsklick aufmachen. Wo war das jetzt? Genau, hier Open Cargo. Also öffnen. Inhalt öffnen. Oder auch hier klicken. So, was sagt sie uns? Genau, und plündern. Oder die meisten Interaktionen auch mit dem Beschleunigungstor sind erst ab 2,5 Kilometer möglich. Das heißt, hier hätten wir uns auf mindestens 2,5 Kilometer annähern müssen, dass wir überhaupt erst öffnen können. Jetzt sind wir bei 131 Metern, das passt. Klicken wir weiter. Jetzt müssen wir unseren eigenen Frachtraum öffnen. So. Und so, wir müssen es öffnen, hat ja vorhin gesagt. Wir öffnen es. Das haben sie jetzt verändert, im positiven Sinne. Früher hätte sich automatisch ein neues Fenster hier geöffnet, wahrscheinlich so, genau so. Wurde jetzt geändert. Und zwar scheint das dann hier schon mal ein Vorteil teilweise. Und die zweite Änderung, eine sehr positive, eine verdammt positive, die ich auch in neueren Let's Plays komischerweise nicht benutzt sehe, ist der Knopf, um alles zu plündern, was drin ist. Und zwar hätte man früher wirklich alles markiert, also mit
Steuerung A oder Klick und dann Shift, also mit Shift Klick, dass man alles markiert, oder alles einzeln oder mit Steuerung alles einzeln markieren und dann rübergezogen in den eigenen Frachtraum, ist nicht mehr nötig, weil sie uns einen super Button geschenkt haben. Und wir drücken auf den, und also wir hätten es so ziehen müssen, machen wir nicht, oder eben in der alten Version so, machen wir nicht. Wir drücken einfach auf den Super Button Loot All und das erscheint in unserem Container. Also es ist jetzt in unserem Frachtraum und wir haben unsere Mission abgeschlossen. Jetzt will sie, dass wir zu ihr zurückkommen. Dafür klicken wir, also in dem Fall ist es ganz leicht, wir klicken auf ihr, bei ihrem Namen klicken wir auf die Station mit Rechtsklick und klicken auf Dock, also andocken. Das Schiff fliegt automatisch hin. Funktioniert natürlich nur, wenn man im gleichen System ist. Also man kann nicht irgendwie an einer Station docken, die im anderen System ist. Das ist ja ein bisschen logisch, ne? So, wir fliegen jetzt dahin. Hier sehen wir unseren Warp-Kanal. Ist auch wichtig, weil viele Spieler dann fragen, oder ihr werdet es später sehen, viele Spieler fragen, wie kann ein Schiff durch die Station fliegen? Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Warp klicken, wird es zum Beispiel durch den Planeten fliegen oder durch die Station fliegen, wenn wir in die Richtung fliegen. Ist natürlich eigentlich legitim, weil laut der Warp-Logik krümmt man den Raum und die Masse, die sich dazwischen befindet, oder der Raum, der sich dazwischen befindet, der ist nicht mehr relevant. Daher ist das legitim, dass man durch eine Station durchfliegt, wenn man sich im Warp befindet natürlich, oder durch einen Planeten. Wenn man sich nicht im Warp befindet, wird man abprallen. Also da ist eine Sicherung eingebaut, man knallt nicht dagegen und explodiert. Man prallt dagegen ab und bumpen heißt das, man bumpt dagegen. So, jetzt sind wir zurück. Ihr sagt, ich soll wieder mit Rechtsklick auf sie gehen und Unterhaltung starten. Ich mache der Doppelklick auf sie, weil es schneller geht. Und sage Mission abschließen, also Complete Mission. So, und das war's auch schon. Hier sehen wir unser Wallet, also unser Geld, was wir haben. Hier sehen wir die Menge, die wir an Geld haben allgemein. Hier kann man draufklicken, um zu sehen, was eigentlich gemacht wurde, wann und wo, wodurch, was verursacht wurde, warum wir Geld haben oder warum wir weniger Geld haben, je nachdem, ob wir es gehandelt haben oder nicht. Grün heißt natürlich Zugang und in Rot wäre das Abgang, also dass wir was gekauft haben oder andere Sachen in Anspruch genommen haben. So, ich gehe jetzt wieder in den Hangar, weil ich die Ansicht nicht mag. Die ist schöner. So.